schon einzelne Politiker wie Roderich Kiesewetter fordern, diesen Leuten ihr Bürgergeld zu streichen. Ja, Also in diesem voll Kontext krass, ist das ne? zu werten. In der Ukraine gehen die Soldaten aus. Ja, Mann, das ist richtig heftig. Hier, ich weiß nicht, ich glaube, es war der belgische oder der dänische Innenminister, der hat da ja auch irgendwie schon so ein paar Äußerungen getätigt, dass die da teilweise Leute irgendwie zurückschicken wollen und so weiter und so fort. Und ich hab einen sehr guten Freund, der ist Ukrainer und der hat mir das auch erzählt. Ich hab den am ersten Weihnachtstag gesehen. Ja, und der sagt auch, also wenn die das durchziehen, droht ihm das, ne? Dass der tatsächlich hier in Deutschland dann Post bekommt, so vom ukrainischen Heer. Würde er denn da hingehen? Also ich kann ihm nur davon abraten. So, ne? Deswegen, und Ich weiß es Deutschland kann nicht. ihn eigentlich nicht zwingen. Also Nee, eigentlich eben. haben wir ja in unserem Grundgesetz das Asylrecht und in Artikel 1 die Menschenwürde, die es eigentlich verbietet, Menschen, ja, Menschen einer menschenunwürdigen Behandlung Ja, an oder körperlichen Kriegsgebiete Zwang oder sowas auszuliefern. auszusetzen. Also ja, deswegen. Also eigentlich müssten diese Leute hier in Europa sicher sein, aber wir sehen in Polen schon, dass das aufgeweicht wurde. Polen hat beispielsweise einige Menschen abgeschoben, die anderen Leuten in der Ukraine geholfen hatten, illegal aus dem Land zu fliehen. Also Schmuggler quasi. Echt? Und ja, Wow. das ist dann die Vorstufe, dann wenn ich es verweigere auszuliefern. Ach, heftig, Mann. Ja gut, da Also hängen natürlich auch immer so soziale Gegebenheiten dran, ne? Ich meine, in seinem Fall irgendwie so, seine Eltern sind da, so, ne? Das ist natürlich immer scheiße, sowas, ne? Also seine Eltern leben in Kiew. Er kann da jetzt nicht, natürlich nicht mal einfach so eben für einen Besuch rüberfahren oder so, ne? Das geht in dem Fall nicht. Was würdest du machen in dem Fall? Wenn du jetzt Ukrainer wärst, wie würdest du das handhaben, wenn du ein ukrainischer Student im Ausland wärst? ich würde nie und nimmer zurückkommen. Nee, ich auch nicht. Also, kann ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich auch für Deutschland nicht machen. Nee, ich auch Also. nicht. Also, da müsste man mich schon zwingen, auf jeden Fall. Ja. Ja, im Ausland kann dich ja theoretisch keiner zwingen. Wie gesagt, wenn da alle Gesetze eingehalten werden. Klar. Wenn da irgendwas droht, dann kann man innerhalb der Europäischen Union, wenn einzelne Länder wie Polen da beispielsweise ausscheren und dann anfangen, Leute abzuschieben, kann man ja einfach ins Nachbarland weiterreisen. Also. Ich Klar. glaube deswegen ehrlich gesagt nicht, dass wir großflächige Deportationen von Ukrainern jetzt in die Ukraine sehen werden. Also Nein, das das glaube ich auch da. nicht. Das wäre ja geisteskrank. Was wird das für Bilder in den Nachrichten erzeugen? Ja, aber dass man so auf so Druck im Sinne von wir kürzen denen jetzt Leistungen oder so, dass man darauf Ach setzt. so, ach so. Ja, Also gut. das könnte passieren. Klar. Wir wissen es nicht genau. Ja, schwieriges Thema immer mit der Ukraine, auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, wie das da weitergeht. Jetzt kommt ja wieder das Frühjahr. Ja, gut, mal schauen, mal schauen. Ich bin sicher, du wirst uns auf dem Laufenden Ja, halten. ich sehe ja auch nur, was Journalisten dazu schreiben. Also ich Klar. bin militärisch absoluter Laie. Also ich kann auch nur mir die Frontverläufe angucken und halt sehen, was in den Zeitungen steht. Weißt du, wer auch ein militärischer Laie ist? Tobias Huch. Was hast du denn? Was hast du denn mit dem gemacht? Ja, du Also warst noch ich hatte nett. Du bei warst irgendeinem. noch nett. Du hast ihn nicht komplett bloßgestellt. So, hast du das schon selber gemacht? Aber. Ich habe bei Imp eigentlich nur das, was ich bei dir gerade in Kürze vorgestellt hatte, nämlich die Kriegspläne der DGAP rezipiert. Imp hatte auch einige kritische Fragen gestellt. Und dann so nach einer Stunde ungefähr meinte Tobias Huch, er wollte dazukommen. Und da habe ich Genau. gesagt, ja, natürlich gerne. Mit dem FDP-Politiker habe ich ja noch nie diskutiert. Also ja. Und dann Ja, hatten wir halt eine Diskussion. Also kann sich ja also jeder ansehen. Den Ukraine-Teil der Diskussion, also wir haben ja auch noch über andere Themen diskutiert, den habe ich auch auf meinem Erstkanal hochgeladen. ich habe es auch bei Imp gesehen. Ich habe auch schon eine Reaction dazu gemacht. Also, ich habe mir das ganz genüsslich habe ich mir das reingezogen. Also, mit Srebrenica hast du ihn natürlich komplett hops genommen, ne? Also, das muss man ja schon sagen. Ja, das hatte er früher tatsächlich schon mal bei einer Diskussion mit Proletopia gebracht.
Echt? Also es ging, wie gesagt, um den Kosovo-Krieg und er bringt dann Srebrenica rein, was damit nichts zu tun hat. Ja, das war, da hat er ein bisschen blöd ausgesehen auf jeden Fall. Ich fand auch diese Takes lustig, ja. Ich kenne mich mit Wirtschaft überhaupt nicht aus und so weiter und so fort. Voll halt von einem FDP-Politiker, der gerne Ämter hätte. So. Schon ganz Naja, hat ja lustig Frank irgendwie. Schäffler vorgeschlagen, also diesen libertären Bitcoin-Befürworter, dass man sich mit dem Wer mehr ist das? Wer auseinandersetzen ist das? sollte. Den kenne ich gar nicht. Ich kenne ihn auch nur, weil er halt auf Twitter einige sehr loste Takes rausgehauen hat und schon häufiger auf Thema auf dem Kanal von Maurice Höfgen war. Ach so, okay. Ach, das ist so ein Krypto-Typ oder was? Okay. Ja, wir sollten die Zentralbank abschaffen. Bitcoin ist die Lösung. Bitcoin bedeutet Freiheit. Wir brauchen eine strikte Begrenzung der Geldmenge. All das. Also diese ganzen, ja, monetaristischen Talking Points und dann noch eine sehr radikal-liberale oder kannst du libertäre Ideologie nennen, die der hat. Also Tobias Huch meinte auch, der hat sich mittlerweile schon gemäßigt. Sah bei all dem, was ich in jüngster Zeit so von ihm gesehen habe, nicht so aus, aber ja. Wie gesagt, schaut auf dem Kanal von Maurice Höfgen vorbei. Er gibt einen YouTube-Suchleiste einfach Maurice Höfgen und Frank Schäffler ein, dann findet er da einiges zu. Wie ist überhaupt deine Meinung zu Kryptowährung? Also sie können sinnvoll sein, um halt Transaktionen durchzuführen, ohne dass man aufs Bankensystem angewiesen ist. Also genauso wie Bargeld. Also das ist ja auch ein Grund, weswegen Bargeld auf jeden Fall erhalten bleiben sollte. Aber sie sind kein Ersatz für eine staatliche Währung. Dazu fehlt ihnen eigentlich jede Eigenschaft und die wesentlichen Vorteile staatlicher Währung, die haben sie eben auch nicht. Wie beispielsweise ein stabiles Zinsniveau, einen stabilen Geldwert. Das ist eigentlich alles, was man braucht, um mit einer Währung vernünftig zu wirtschaften. Okay. Du hast auch selber nie irgendwie, hast du irgendwelche Kryptowährungen oder irgendwas? Hast du dich da mal irgendwie näher mit beschäftigt? Hörst du mich noch? Ich höre dich, du warst gerade kurz weg. Was hast du die letzten 10 Sekunden gesagt? Ich hab dich gefragt, ob du irgendwelche Kryptowährungen mal besitzt oder immer besessen hast oder so. Nein. Okay. Ich glaube, ich habe Bitcoin im Wert von 9 € oder so. Ich habe mir einfach irgendwann mal so 0,00001 Bitcoin geholt oder so. Ich weiß auch nicht warum. Dabei ist alles, man kennt's. Ja. Ja, wenn du es früh genug gemacht hättest, hätte sich vielleicht gelohnt. Ey, ja, Mann, also so, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren so, ne? Da hätte man mal für 10 € Bitcoin einkaufen müssen. Dann hätte man jetzt auf jeden Fall gut ausgesorgt. So, naja, schade. Habe ich auf jeden Fall nicht gemacht, ja? Ja, solange der Wert so hoch bleibt. Also du Klar, weißt bei klar. so Spekulationsblasen nie, wie lange die sich halten. Also es gibt ja kein objektives Maß, das bestimmt, wie so eine Wechselkursrelation zwischen mehreren Kryptowährungen sein sollte. Also da die Kryptowährung, wo am meisten Geld von Spekulanten reinfließt, die entwickelt sich halt am besten. Und du hast jetzt alte Kryptowährungen wie Bitcoin, die noch verhältnismäßig stabil sind, und dann neuere Kryptowährungen, die teils komplett wertlos geworden sind. Ey, debattier doch mal mit dem Blocktrainer. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Dara hat auch schon mal mit ihm geredet. Hat sich gut blamiert, natürlich, wie in jedem Gespräch, was er führt. Aber bei dir würde ich es mir gerne anschauen. Boris Höfgen hatte schon mal mit dem diskutiert. Ich Ja. hatte ja auch schon einige Libertäre zu Gast, also muss ich mal gucken. Die nächste, ich habe jetzt wegen Studium noch einiges zu tun, aber die nächste Zeit, wo ich wieder Zeit für Gespräche hätte, wäre dann wahrscheinlich so März, April. Muss ich mal gucken, ob ich da solche Debatten organisiert kriege. Ich glaube ehrlich gesagt, dass meine Reichweite zu klein ist, um solche Leute an Land zu ziehen. Oh, ich glaube, Dara war damals deutlich kleiner als du. Allerdings glaube ich auch, dass Dara es so ein bisschen verkackt hat. Ich glaube, seitdem hat er keinen Bock mehr so ein bisschen auf diese Bubble. So. Die hat sich nämlich teilweise echt aufgeregt in dem Gespräch. So. Dara kam natürlich sofort mit der Verschwörungs- und Nazikeule und so ein bisschen. Und ja, genau. Diese Geschichten halt so ähnlich, wie er das bei dir halt auch gemacht hat. Nur bei dir hat es ja sogar noch in den Titel geschrieben. Nee, bei mir hat das gar nicht mehr im Gespräch gemacht, sondern hinterher. Also im Ja, Gespräch, wir im hatten völlig Titel. normal miteinander geredet. Ich hatte ihn auch hinterher direkt gefragt, eigentlich wollten wir ja eine Debatte über, ach, da wären wir jetzt sogar schon bei unserem nächsten Thema da, aber das geht heute richtig flüssig.
Ich hatte ihm nach dem Gespräch gleich geschrieben, wollten wir jetzt eigentlich über unser eigentliches Thema debattieren, also Identitätspolitik. Denn darüber hat er ja überhaupt nicht debattiert. Er hat ja 1,5 Stunden versucht, Sarah Wank nicht irgendwelche Verschwörungstheorien nachzuweisen, die sie nicht verbreitet hat, weil er sich das einfach ausgedacht hat, wie so häufig. Und er so, nee, das können wir in einigen Monaten wieder machen. Als ich da gesehen habe, was er dann da so später über mich erzählt hatte und da einen Titel geschrieben hatte, da habe ich ihm dann halt geschrieben, lass das, hör auf damit, dann hat er mich ignoriert. Ja, okay. Ja, typischer Dauer-Move. War das eigentlich vorbei. Ja, safe, okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, war das, hattest du ihn gefragt oder war das Imp? Wer von euch hat ihn nochmal gefragt, ob er, wenn er sich zwischen Sarah Wagenknecht und Christian Lindner entscheiden müsste? Ja, das war Imp, okay, dann wird er Christian Lindner nehmen, ne? Ja, darauf würde gut in die FDP passen. Ey, safe, also, jetzt in dem Boris von Morgenstern-Gespräch hat er das ja auch nochmal ganz gut gewhite-knighted, ne? Da hat er ja gesagt, so, die ist immer größer werden der Armreichschere und so weiter, als linke Schwarzmalerei bezeichnet und so. Also, das sind doch FDPler. Linker Schwarzmaler. Also, der hat ja nur zig Statistiken, die das empirisch sehr, sehr gut belegen, dass die Armut, die Ungleichheit seit den 80ern extrem explodiert ist in vielen Industrieländern. Ja, so gerade in Deutschland die Vermögensungleichheit. Ja. Alles Schwarzmalerei. Ja, Hammer. Doch, wenn Mut, hat er gesagt. Ja, aber ich fand das Gespräch mit Boris von Morgenstern schon krass. Also Boris von Morgenstern war da kritischer und eigentlich hat teils linkere Positionen vertreten als Dara. Ja, klar. Also Boris von Morgenstern vertritt natürlich in diesem Sinne keine linken Positionen. Ne? Er ist ja ganz eindeutig AfD-Vorfeld. So, ne? Er hat Dara eine Frage gestellt, die Dara nicht beantwortet hat. Wer waren die Scharfschützen im Maidan? Ja, genau. Oh, das ist natürlich auch eine Frage, ey. Das ist natürlich Hammer. Ja, aber ich glaube, er hat einfach in dem Moment auch nicht verstanden, so, hä, der ist doch ein Linker, der müsste doch jetzt eigentlich so und so antworten und jetzt sagt er das? So, ne? Hat, glaube ich, keiner so richtig verstanden irgendwie. Aber ja, gut. Ja, aber dass Dara NATO-konform ist, das wissen ja eigentlich alle. Ja. Nee, eigentlich, das fand ich auch so lustig. Diese Leute, die bei jeder kleinen Äußerung von irgendeinem AfD-Politiker